Girotech, 50 Kilometer von der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria entfernt. Die erste Station für 18 Deutsche, deren größter Wunsch die Teilnahme an der Camel Trophy ist. In diesem Jahr hatten sich 15.000 Abenteurer für die Trophy beworben. 85 davon wurden zu einer Vorauswahl nach Berlin eingeladen und dort qualifizierten sich 18 Kandidaten für Südafrika. Dabei auch drei Frauen. Bisher hat es noch nie eine deutsche Frau geschafft, an der Camel Trophy, dem angeblich letzten echten Männerabenteuer, teilzunehmen. Sieben Tage lang müssen die Kandidaten körperliche Höchstleistungen vollbringen. Ohne eine gute Kondition würde hier keiner durchkommen. Beeindruckt sind die Trainer von den drei Frauen. Carla Blanz, Christine Höfer und Anja Keller beweisen in jeder Situation Durchsetzungsvermögen. Okay, stopp, wo? Super, sehr schön. Und auch bei den Gruppenaufgaben, bei denen viele Lösungsvorschläge aufeinanderprallen, sind die Frauen ganz vorne mit dabei. Ja, vielleicht sollten wir noch mal damit warten, erst die Seile außen aufmachen, weil die sind jetzt derart fest zugezurrt, dass du sie fast nicht mehr aufkriegst. Und wir brauchen das Seil. Ja. Also ich habe im Sommer war eben die Bewerbung und da hat ein Freund von mir hat sich beworben, war total Feuer und Flamme. Ich wusste nicht so genau, um was es geht. Aber er hat mir eben eine Bewerbungsformular mitgebracht und ich habe das ausgefüllt, abgeschickt, ohne irgendwie jegliche Hoffnung. Ich habe das dann auch in der nächsten Woche schon wieder vergessen gehabt, dass ich da mitgespielt habe. Und dann kam eben ziemlich gleich, so anderthalb Wochen später, kam ein Brief. Und da hieß es dann eben, wir laden Sie ein zu einem Bewerbungsgespräch. Und dann ging das halt so weiter, dann Berlin und jetzt eben Südafrika. Wobei man sagen muss, mein Freund hat nichts bekommen. Er ist mir jetzt auch sehr neidisch der ganzen Sache. Aber ich habe dann in Berlin habe ich sogar noch ein bisschen gezweifelt, ob ich es wirklich machen soll oder ob ich da nicht überfordert bin. Und es hat aber so Spaß gemacht. Die haben uns dann vorher noch einen kleinen Filmausschnitt gezeigt. Und dann habe ich gedacht, es lohnt sich doch zu kämpfen. Nach zwei Übungstagen dürfen die Kandidaten dann endlich mit den Original Camel Trophy Land Rovern ins Gelände. Kuppeln, neutral. Fahrtechnik und das Bewältigen von scheinbar unlösbaren Problemen stehen im Vordergrund. Jeder Einzelne wird in den verschiedensten Situationen genau beobachtet und bewertet. Ja. Ich habe ihm 4 gegeben, weil er hört nicht auf seinen Einweiser. Ja. Er macht alles, er nimmt nichts an. Er nimmt nichts an und er glaubt keinem, wenn irgendetwas gesagt wird. Richtig. Nur nicht mal einem von den Instruktoren. Stresssituationen gibt es viele und dass nicht alle auf einer Welle schwimmen, ist auch klar. Stopp! Okay, go! Ja, go! Dann seid ihr so. Überlegen wir, was mit dem Tun bekommen. Wir haben jetzt keine Lust, jetzt ich doch. Ja, es ging um Sicherheit und du hast nur Scheiße gemacht. Die Hände da rein und Seil rutschen lassen. Okay, deswegen komm her, wann er weg tut. Der letzte Tag dieser nationalen Ausscheidungen. Jeder ist spätestens jetzt damit beschäftigt, ob er nominiert wird oder nicht. 4 Kandidaten werden weiterkommen, für die anderen war das hier ein ziemlich harter Abenteuerurlaub. Christine Höfer beweist an diesem Tag einmal mehr eindrucksvoll ihr Fahrkönnen. Ich meine, ich weiß nicht, wie schwierig das eigentlich ist, weil ich es eben vorher noch nie gemacht habe. Wie hast du es gemacht? Also erst habe ich es am ersten Gang versucht, dann ging es nicht, weil mir manche Trainer gesagt haben, erster Gang, die anderen haben gesagt, zweiter Gang. Und dann habe ich es das erste Mal im ersten Gang versucht, weil ich dachte, das ist ein bisschen langsamer und dann kann ich mich mehr aufs Fahren, also aufs Lenken konzentrieren. Ging nicht und dann im zweiten Gang und dann einfach hoch, Vollgas und hoch. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du vielleicht mit von der Partie sein könntest? Kann ich überhaupt nicht sagen, ich glaube eher nicht. Hast du Lust drauf? Ja, Lust, klar. Wahrscheinlich hat jeder Lust, der hier dabei ist, aber ich weiß nicht, ob ich nicht überfordert wäre, weil es wird ja noch tougher. Mittlerweile regnet es in Strömen, immer wieder fahren sich die Wagen fest und eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Fahrzeuge hier wieder rauskommen sollen. Los, los.
Nach 5 Stunden Schwerstarbeit ist es geschafft. Die Nominierung steht an. Und jetzt habe ich die außerordentliche Freude, eine echte Premiere zu haben, nämlich die erste weibliche Teilnehmerin, Christine Höfer. Christine Höfer hat es als erste deutsche Frau geschafft. Mit Eberhard Stettner, Ralf Schulze und Helmut Franzke wird sie in Spanien bei den internationalen Ausscheidungen zur Camel Trophy teilnehmen. Jeweils 4 Kandidaten aus 20 Nationen sind in Spanien vertreten. 5 Tage lang wird hier nun miteinander und gegeneinander gekämpft, denn am Ende werden pro Land nur 2 Plätze vergeben. Okay, no panic, guys. Okay, we just start in the middle here. Have a branch here for the wheel distance. Okay, we start here, right? Das ist schon sehr hart und man kann sich natürlich auch nicht vergleichen mit den Männern. Wenn man 3 Jungs in der Gruppe hat, dann merkt man natürlich schon, dass man nicht mithalten kann. Aber es macht nichts. Man kann es vielleicht auch ausgleichen mit anderen Dingen. Natürlich hat Christine nicht die gleiche Kraft in den Armen wie ihre Kollegen. Beim Laufen jedoch steht sie den Männern in nichts nach. Hey. Great. Good. Sicherlich ist die Leistungsdichte bei allen Vieren dermaßen groß, dass man schon genau überlegen muss, wen man jetzt mitnimmt. Das sind also sicherlich nicht nur Faktoren ausschlaggebend, die in Punkten begründet sind oder in Schnelligkeit oder in Kraft in den Oberarmen, sondern man muss natürlich auch ein Team finden, was gut miteinander harmoniert und was 3 Wochen dauerhaft diese Strapazen dieser Art ertragen kann. Die endgültige Entscheidung naht, wer nun im deutschen Auto bei der Camel Trophy 1996 in Kalimantan sitzen wird. They've also done it in Borneo before, representing them Eberhard Stettner and Christine Hoffer. Die Überraschung ist perfekt. Erstmals qualifiziert sich mit Christine Höfer eine deutsche Frau für die Camel Trophy. Ihr Partner, der Polizeikommissar Eberhard Stettner. Ist natürlich super, ist total genial, aber irgendwo jetzt ist man eine ganze Woche im Team sofort gewesen und irgendwo tut es einem auch leid für die anderen, weil ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eindeutig war, dass wir 2 sind, weil die anderen waren ja auch super gut und haben alles gegeben und ich meine, klar, freuen tut man sich schon. Ihr werdet 3 Wochen im Dschungel verbringen. Kommt da sowas wie Angst auf? Ja, Angst hat man eigentlich keiner vor. Man fährt mit einer gewissen Ungewissheit hin, aber ich würde das nicht als Angst bezeichnen. Wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt und wir ziehen das da unten durch. Monate später machen sich 40 Frauen und Männer aus 20 verschiedenen Ländern auf den Weg nach Kalimantan, dem indonesischen Teil von Borneo, der 3. Insel der Welt. Balikpapan im Osten von Kalimantan ist der Startpunkt zur Camel Trophy. Schon morgens um 8 ist es hier fast unerträglich heiß, 40 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit. Noch stört es keinen der erwartungsfrohen Trophy-Teilnehmer. Einen Tag lang hatten sie Zeit, ihre Autos ganz individuell zu packen. Beim letzten Briefing wird noch einmal darauf hingewiesen, nur wirklich wichtige Dinge auf die Reise mitzunehmen. 4:30 call, breakfast short 6 o'clock is because there's always last minute things to be done. Zum letzten Mal überprüfen Eberhard und Christine ihre Ausrüstung. Ganz wichtig natürlich Werkzeug und das Winchset, was sicherlich oft zum Einsatz kommen wird.
Kurz vor dem Start noch ein Blick ins Roadbook, einer fast 200 Seiten starken Wegbeschreibung. Ich denke, das ist eines der letzten großen Abenteuer, die man zurzeit noch bewältigen kann, und wir wollten einfach dabei sein. Und dann ist es endlich soweit. Der Konvoi mit 20 Teamwagen und 18 Begleitfahrzeugen, darunter auch die Land Rover der Ärzte und Mechaniker, geht auf die lange Reise. Zum ersten Mal in der Geschichte Borneos soll Kalimantan von Osten nach Westen mit Fahrzeugen durchquert werden. Pontianak, der Zielort, fast 2000 Kilometer von Balikpapan entfernt, soll nach genau 21 Tagen erreicht werden. Komfortabel die erste Flussüberquerung. Nur hier in der relativ reichen Stadt Balikpapan gibt es eine solche luxuriöse Fähre. Allen ist klar, dass das hier die letzte bequeme Stunde in der Zivilisation sein wird. Bevor es allerdings endgültig in den Dschungel gehen wird, stehen noch die Special Tasks auf dem Programm. Gruppen- und Teamübungen, bei denen es um Kondition, Orientierung, Navigation und Fahrkönnen geht. We'll be starting you exactly at 10:50. Okay, so you got 5 minutes, you're not under any. Eberhard und Christine sind nervös. Sie wollen so gut wie möglich bei diesen Übungen abschneiden, damit sie beim zweiten Teil dieser Special Tasks am letzten Tag der Trophy ein Polster haben. Was haben wir jetzt gesagt? Wer wohin? Für das deutsche Team ist als erstes eine Navigationsaufgabe angesagt. Von links 90 Grad ein kleiner Pfad, wir fahren geradeaus weiter. So, pass auf, jetzt sind wir bei 80, noch 80 Meter. Warum steht ein Auto? Da sind die Bus. Wie weit noch? Okay. Scheiße. Warte kurz. 30. Go to bed, oder? Die erste Stresssituation für den 34-jährigen Oberhauptkommissar beim Bundesgrenzschutz und die 23-jährige Geologiestudentin Christine Höfer. Über diese Brücke gehen. How much? 124. No, 124. Over the limit now. Die beiden sind erleichtert. Bei dieser ersten Übung haben sie trotz ein paar Fehlern gut abgeschnitten. Insgesamt müssen an diesem Tag bewältigt werden. Die Pausen sind kurz und die Hitze ist fast unerträglich geworden. Es geht weiter mit einer Gruppenübung. In einem Sumpfgebiet versenkte Ersatzteile müssen geborgen und an Land transportiert werden. Ein erster Test für das, was in den nächsten Wochen tagtäglich auf die Kandidaten zukommen wird. Die Grenzen der physischen Belastbarkeit sind hier schon alleine wegen des Klimas schnell erreicht. Berührungsängste mit der Natur kann sich keiner leisten. Wer hier Ekel empfindet, sollte lieber gleich umkehren. Für den ersten Regen bei dieser Trophy sind alle dankbar. Er bringt ein wenig Abkühlung. I do it all the time. It's a popular pastime in England. Yeah. Hey, should we try and float it? Come on.
If it was this or my living room at home, I'd choose this any day. Did I really just say that? Look, perfect. Oh, wait. Going down. Left. One, two, three. Let's go. Die letzte Übung. Seit 10 Stunden arbeiten Christine und Eberhard auf Hochtouren. Kein Plan, wo wir sind. Christine hat die Orientierung verloren und das kostet Zeit und Punkte. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit ist es dann endlich geschafft. Das deutsche Team ist enttäuscht, denn am Ende erreichen sie nur den 20. und damit letzten Platz. Der nächste Morgen. In der Nacht zuvor war der Konvoi noch über 70 Kilometer weit gefahren, bevor um 2 Uhr morgens das erste Camp erreicht wurde. Ja, die Special Tasks waren an sich ganz interessant. Von den Übungen her haben sie, sie haben uns Spaß gemacht, auch wenn wir nicht gerade Glanzleistung gebracht haben. Wir hatten ziemlich viel Pech, weil es waren hauptsächlich Gruppenübungen und wir sind in jeder Gruppenübung die Letzten gewesen. Also ich möchte nicht sagen, dass wir daran keine Schuld haben, aber es war halt einfach Pech. Der Ärger über das schlechte Ergebnis bei den Special Tasks ist schnell verflogen. Es regnet mal wieder, innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich ein halbwegs befahrbarer Weg in ein unüberschaubares Schlammfeld. This is Emmanuel speaking. Where are you in the convoy, please? Trotz Allradantrieb verliert man hier schnell die Kontrolle über den Wagen. Immer wieder bleiben die Land Rover stecken, nur mühsam bewegt sich der Konvoi. Schon am zweiten Tag steht fest, dass bei dieser Trophy der Zeitfaktor im Mittelpunkt steht. Zwei Paar Schuhe hat jeder dabei, eines davon sollte eigentlich immer trocken sein. Schon jetzt entpuppt sich das als völlig unrealistisch. Der erste Unfall, betroffen das Team aus Polen. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber ich glaube, sie wollten umdrehen und dann ist er einfach starke Neigung und ist umgefallen. So, aber ich weiß es nicht genau. Also dieser Unfall kam für uns hier alle völlig überraschend. Wir sind höchstens 3 Stundenkilometer schnell gewesen. Glücklicherweise waren wir so langsam und ich hatte noch Zeit, meinen Mitfahrern zu sagen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und wir nach hinten abrutschen. Es war schon ein sehr komisches Gefühl, den Wagen nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ich konnte nichts tun, wir sind einfach umgekippt. Aber glücklicherweise ist nichts passiert, keiner hat sich verletzt und mit dem Auto ist hoffentlich auch alles in Ordnung. As you see, there is no damage in the side of the cars. Die Teams müssen grundsätzlich sehr vorsichtig mit ihren Autos umgehen, denn ein nicht mehr reparabler Wagen bedeutet für das betroffene Team das Ende der Trophy. Dementsprechend gewissenhaft müssen natürlich auch Brücken rekonstruiert oder neu gebaut werden. Hier muss eindeutig das Gerüst verstärkt werden. Die morschen Holzbalken würden niemals 38 vollbepackte Geländewagen aushalten. Die Brücke wird erst mitten in der Nacht fertiggestellt. Ganz langsam bewegt sich der Konvoi über die jetzt stabile Konstruktion. Eberhard ist um 2 Uhr morgens an der Reihe. Am vierten Tag der Trophy entschließen sich die Kandidaten, täglich ein Pre-Scout-Team auszusenden, um die Strecke schon mal vorab zu begutachten und so weit wie möglich befahrbar zu machen. Heute sind unter anderem auch Eberhard und Christine an der Reihe. Schon nach wenigen Kilometern erwartet sie ein ziemlich großes Problem.
Also ich denke, dass die Teams ganz gut zusammenarbeiten. Das einzige Problem ist, dass jeder gerne seine Meinung durchsetzen möchte und seine Idee hier anbringt. Und dann ist es schwierig, wirklich nach einer Idee irgendwas anzupacken, als dann nach fünf Ideen zu arbeiten. Also wir sind auch in diesem Pre-Scout-Team und uns erwarten viele Schwierigkeiten. Hier gibt es keine Probleme. Wir müssen jetzt diskutieren, wie wir dieses Problem hier lösen. Wir müssen einfach arbeiten und dann geht es weiter. Very quick, very quick. We try this and this won't work. So see, one underneath, two up. That's this because it's really hard. It's really hard, yeah. So let's just dig on this side. Put two bridge ladders, one beneath, and then go on this side. Durch die starken Regenfälle in den letzten Tagen ist der ganze Weg abgerutscht. Die so entstandene Schlucht muss zugeschüttet werden. Wieder einmal wird für Stunden kein einziger Kilometer zurückgelegt. Der Zeitplan ist durcheinander geraten. Selbst die Marshals werden langsam nervös. Mark Day, der bei der Vorbesichtigung dieser Trophy dabei war, weiß, dass es noch viel schlimmer kommen kann. Veranschlagt sind für diesen Tag 80 Kilometer. Um 2 Uhr mittags sind gerade 4 davon geschafft. Die Wege sind trocken und es sieht endlich mal nicht nach Regen aus, also gute Chancen. Doch mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, immer das Schlimmste zu erwarten. Das hat nichts mit Pessimismus zu tun, sondern einfach mit Realismus. Is your problem okay or you're still working on it? Und wie sollte es anders sein? Plötzlich ist da wieder so ein viel zu großes Matschloch, 10 Meter lang und 10 Meter breit. Auf gar keinen Fall regnen darf es jetzt, denn so ein Matschloch wächst ganz schnell zum Matschsee. Selbstverständlich beginnt es nachmittags zu regnen. Nichts geht mehr. Vor allem die Geländewagen der Mechaniker sind wegen der Ersatzteile so schwer beladen, dass sie im Matsch fast versinken. Selbst das Entladen bringt nichts, der Konvoi sitzt fest. Wir wussten, dass dieser Teil der Strecke der schwierigste sein würde. 9 bis 10 Tage wurden veranschlagt, hier durchzukommen. Danach wird es wieder einfacher. Auch die Marshals wissen nicht genau, was hier auf uns zukommen wird. Diese Gegend hier ist beim Pre-Scouting nicht im Auto durchfahren worden. Die Streckenlegung geschah vom Helikopter aus. Und so kann keiner genau sagen, was uns erwarten wird. This part of the route they've only done by helicopter. They haven't pre-scouted it on the road itself. So it's one big question mark, what's around the next corner. Die Trophy-Abenteurer haben sich schon längst daran gewöhnt, mit 3 bis 4 Stunden Schlaf auszukommen. Ja. Ist da noch? Okay. Bist du nicht mit Rot? Rot oder Benzin, ja. Ich hol's mir gleich. Okay. Lass euch stehen hier. Ja. Ich krieg sie gar nicht an, weil sie so klebt. In der letzten Nacht war der Konvoi nicht weitergekommen. Die meisten waren zu erschöpft, um die Zelte aufzubauen.
Jedes einzelne Auto muss hier nun irgendwie rausgebracht werden. Eberhard ist mal wieder hochmotiviert, ganz vorne mit dabei. Ihm sind die Strapazen nicht anzumerken. Auch Christine, die jede Gelegenheit nutzt, sich abzukühlen, hat die Lust an der Trophy noch nicht verloren. Man muss einfach arbeiten, sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr vorwärts. Ja. Wir sind die letzten Fahrzeuge, es sind noch 10 Fahrzeuge hier. Die anderen sind schon vorausgefahren, haben einen Fluss gebaut und setzen über einen Fluss über. Und da vorne sind sie schon fast alle drüben und das Floß steht so einfach in der Gegend rum. Und wir müssen so schnell wie möglich dorthin kommen, damit wir auch übersetzen können. Hoffnungslos festgefahren hatte sich der Ambulanzwagen, der nur mit Hilfe aller zurückgebliebenen Teams wieder auf die Strecke gebracht werden konnte. Es ist geschafft. Nach 36 Stunden sind alle Wagen aus dem Sumpfgebiet befreit. Es ist wirklich bemerkenswert, was ihr bisher geleistet habt. Dank eurer Arbeitskraft ist es uns nun gelungen, dass alle Autos bis hierher gekommen sind. Das Support-Team bedankt sich bei euch allen. Es gibt natürlich schon viele Dinge, wo man sich drüber freut, zum Beispiel wenn man über eine Brücke fährt und die ist wirklich stabil. Wenn man hinkommt und sagt, wow, da gibt es eine Brücke, über die kann man drüber fahren. Und dann eben so Sachen wie, ja, trockene Socken ist wirklich was Tolles. Oder einfach ein Fluss, wo man mal reinspringen kann. Wasser ist immer das Beste. 7 Kilometer hat der Konvoi in den letzten 2 Tagen zurückgelegt. Das Dorf Muara Untu in Zentral-Kalimantan hätte eigentlich schon vor 2 Tagen erreicht werden sollen. Die Dayaks, so nennt man die Einheimischen hier, sind begeistert von diesem Besuch. Vor allem die Kinder wollen genau wissen, was alles an einem solchen Auto dran ist. Dass man durch den Dschungel nur zum Spaß fährt, können sie allerdings nicht verstehen. Die einzigen Fahrzeuge, die sie hier kennen, sind die Holztransporter, die höchstens 2-mal im Jahr auftauchen. Von der sauberen Kleidung der Dayaks inspiriert, nutzen die Trophy-Teilnehmer den Nachmittag zum Waschen. Man muss darauf achten, seine Klamotten und sich selbst regelmäßig zu waschen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten und vor allem ist das Wasser hier nur selten sauber. Grab our dirty stuff and clean it. Let it dry. Then we're happy again. Vor allem für die Psyche sind solche Pflegeeinlagen extrem wichtig. Feels a lot better. Ich fühle mich erst nach einem ausgedehnten Bad wieder wie ein Mensch. Und auch das Rasieren brauche ich. Ein Vollbad bei der Hitze und dem Dreck hier ist für mich unerträglich. Die Stimmung an diesem Abend ist ausgelassen. Zum ersten Mal hat endlich jeder Zeit für sich selbst. Da es nicht regnet, entschließen sich die meisten Teams zu kochen, um mal etwas anderes zu essen als gefriergetrocknete Nahrung. Die Italiener kochen natürlich traditionell Spaghetti. When you want to cook spaghetti, you must bring spaghetti, salt, oil, tomato sauce, chili, red chili,
and cheese, cold water, and you cook for 5 minutes, put all together, and you can eat it. Die Engländer versuchen es mit einer neuen Kreation. Also unser Mahl heute heißt Brice. Es beinhaltet Reis, den wir in einer Pfanne mit Wasser aufkochen, dazu noch ein paar original indonesische Nudeln. Es sieht aus wie Risotto und duftet herrlich. And making a bit of a risotto here. I think you'll agree that it smells absolutely delicious. It smells of petrol. Es riecht nach Benzin und sieht eigentlich ganz genauso aus wie das Matschloch von gestern. Auch die Skandinavier sind ganz angetan von ihrem Abendessen. Schwedische Suppe mit fleischgefüllten Ravioli. Suppe mit Makaroni. And we topped it off with what do we got over there? What was it? Some macaroni packed in. There's some in the macaroni packed in with some meat and it tastes real good. What we're doing is celebrating exactly. Einmal die Woche zelebrieren wir einen Kochabend immer zur gleichen Zeit. Nach dem Essen wird entschieden, weiterzufahren. Alle sind gestärkt und hochmotiviert. Okay. Gefährliche Sache hier gewesen. Ich meine, wenn es trocken ist, ist es überhaupt kein Problem, über diese Brücke zu fahren, aber jetzt hat es mittlerweile schon seit einer Stunde geregnet. Der Boden ist total aufgeweicht, der Holzbalken, der über der Brücke liegt, ist ganz glatt. Es ist Schlamm drauf, es ist richtig schmierig und man muss sehr genau und korrekt fahren, um nicht abzurutschen. Und der kleinste Fehler kann schon dazu führen, dass das Fahrzeug umkippt und ins Wasser fällt. Wir haben in den letzten 11 Tagen 520 Kilometer geschafft. Es gibt nur ein kleines Problem, denn uns bleiben nur noch 9 Tage, um die restlichen 1480 Kilometer zu schaffen. Das heißt also, dass wir noch ein bisschen härter arbeiten müssen als bisher. Natürlich sind alle erstmal geschockt, aber das hilft in dieser Situation nicht viel. Irgendwie wird man es schon schaffen. Die Strecke muss abgekürzt werden, denn Weihnachten will hier keiner verbringen. For you guys to push yourself. So if we are here today, tomorrow will be over there. Yeah. Oh, we make only we have to here we're going to make the Pontianak special bus. And on Christmas this year, the Bantam Samba. Would you like to spend Christmas here in the jungle? Oh no. Es gibt immer wieder Situationen, die ausweglos erscheinen, wie zum Beispiel hier eine 20 Meter breite und 7 Meter tiefe Schlucht. Im Brückenbau sind die Kandidaten mittlerweile Profis, aber in diesem Fall sind sie vorerst ratlos. I thought that makes sense. Wait, I think not wait, because we have no time to wait, but I think 20 people go hit, when they finish to eat, they go to work. Yes. Because if we can't wait for, we need the 40 people. Ob die Konstruktion hält oder nicht, kann man nur mit einem Wagen testen. Die Japaner sind als Erste an der Reihe.
Knapp 10 Minuten dauert die Überfahrt jedes einzelnen Autos. Es wird dunkel und die Müdigkeit kommt, doch wer hier unbeschadet weiterkommen will, muss hellwach sein. Die nächsten Tage verbringt der Trophitross im dichten Dschungel. Die Luftfeuchtigkeit erreicht fast 100%, die Insektenplage ist unerträglich. Jacuzzi hätte ich gern. Apfelstrudel mit Sahnehäubchen. Träume, die sich 10.000 Kilometer fern der Heimat nur schwer verwirklichen lassen können. Der 15. Tag, die Zeit im Regenwald, hat Spuren hinterlassen. Die Kandidaten sind ausgelaugt und müde, denn während der kurzen Nächte wachen die meisten wegen der unglaublich lauten Geräuschkulisse immer wieder auf. Eine Nacht im Dschungel ist lauter, als wenn man direkt an einer belebten Straßenkreuzung kampieren würde. Die Raft-Units kommen zum Einsatz. Schon allein das Zusammenbauen dieser schwimmenden Flöße dauert Stunden. Also beschränkt man sich auf ein Raft, das als Fähre genutzt werden soll. Die Einheimischen sind verwirrt. Das letzte Auto haben sie vor 17 Jahren gesehen. Auf die Behelfsfähre passt immer nur ein Auto. Um die 6 Stunden wird es dauern, bis alle 38 Wagen den Fluss überquert haben. Genügend Zeit für ausgiebige Körperpflege. Beim Transport des deutschen Autos verletzt sich Christine am Ellbogengelenk. Erst am Abend lässt sie sich von Mike Irani, dem Trophy-Arzt, untersuchen. Die erste Diagnose ist für Christine niederschmetternd. Knochenbruch, doch ganz sicher ist sich der Arzt noch nicht. There may be a bruise, but I think it's a broken one. Come on. I want you to hold it. All right? And we'll strap it. Yeah, strap. Come on. One time. And remember what I said. You must try. Du darfst den Arm jetzt auf gar keinen Fall belasten. Fass weder eine Schaufel an und auch das Lenkrad ist tabu für dich. And you have to think about your special task also. Don't do anything, no sand track, no rafts, nothing. No driving, you sit in the passenger seat and you'll do it for you. Falls du starke Schmerzen bekommst und dein Arm anschwillt, musst du geröntgt werden. If you become very stiff and painful and you don't sleep in the night, we might have to take you for an x-ray and see what is happening. Eine Röntgenmöglichkeit gibt es natürlich nicht mitten im Urwald. Sie müsste nach Singapur ausgeflogen werden. 2 Tage lang hält sich Christine an die Anweisungen des Arztes. Der vermeintliche Bruch
entpuppt sich als Prellung. Nochmal Glück gehabt. Langsam aber sicher bahnt sich der Konvoi seinen Weg durch das Dickicht. Das Ziel Pontianak an der Westküste Kalimantans ist noch über 500 Kilometer entfernt. Die Schweizer erreichen als erstes Team das Tagesziel Tumbang Yuto, ein kleines Dorf mitten im Dschungel. Der Konvoi ist weit auseinandergezogen, der Weg nach Tumbang ist hügelig. Das deutsche Team hat Pech, die Lenkstange des Land Rover Discoveries ist gebrochen. Sie muss ausgebaut und geschweißt werden. Die Teams sind mittlerweile in Tumbang angekommen und errichten das Camp, neugierig beobachtet von den vielen Dorfkindern. Die anderen Trophy-Teilnehmer verbringen eine ziemlich ungemütliche Nacht im Dschungel. Der obligatorische Regen hatte den Weg ins Dorf unpassierbar gemacht. Es geht irgendwie nicht vorwärts. Wir arbeiten seit 5:30 heute Morgen, jetzt ist es 1:30. Wir sind genau vielleicht 400 Meter weiter als heute früh. Zentimeter für Zentimeter werden die Wagen aus dem Schlamm gewinscht. Die Geräusche der elektrischen Seilwinde wird keiner so schnell vergessen. Schöne Gedanken machen, das ist das Einzige, was hier hilft. Am liebsten essen würde ich mir jetzt von meiner Frau was Schönes kochen lassen und mich richtig von ihr verwöhnen lassen, ja. Was genau kochen lassen? Ja, wahrscheinlich Nudeln mit echt einer guten Soße. Christine und Eberhard sind das letzte Team, das diesen Fluss überquert. Am anderen Ufer erwartet man sie schon seit Stunden. Was ihr hier geschafft habt, ist phänomenal. Ihr habt alles gegeben und wir sind fast am Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Partystimmung kommt auf und wie immer werden die Glücksmomente im Fluss ausgelebt. Geplant ist jetzt, so schnell wie möglich auf die Hauptstraße zu gelangen. Wenn ich Hauptstraße sage, meine ich natürlich einen halbwegs befahrbaren Weg. 200 Kilometer werden wir auf diesem Weg zurücklegen und hoffentlich sind nur zwei Flussüberquerungen zu bewältigen. Dann geht es wieder zurück auf die ursprüngliche Route. Insgesamt erspart uns diese Abkürzung gut 150 Kilometer. To try and catch up some time by avoiding river crossings. Das Tempo ist plötzlich ungewohnt schnell. Keiner ist in den letzten 14 Tagen schneller als 10 Stundenkilometer gefahren. Am vorletzten Tag der Trophy überschlägt sich das deutsche Auto. Niemand hat sich verletzt, aber der Wagen ist kaum mehr wiederzuerkennen. Alles klar, mein Freund? Ja. Ach, deswegen lachst du auch. Christine und Eberhard sind völlig geschockt und sprachlos. 19 Tage lang hatten sie unter den härtesten Bedingungen alles im Griff gehabt. Keine einzige Delle im Auto und dann passiert so etwas. Erst am nächsten Tag kann Christine relativ gelöst vom Unfall berichten. Der Kampf gegen die Zeit geht weiter. Der Schock bei Christine und Eberhard sitzt tief. Ihr Auto ist gerade so fahrtauglich, der Allradantrieb ist defekt und der Motor hat nur noch halbe Kraft. Die Stimmung im deutschen Auto ist auf dem Nullpunkt.
12 Stunden nach dem ersten Unfall der zweite Crash und wieder sind Eberhard und Christine beteiligt. Die Japaner hatten sich auf dem Weg quergestellt. Eberhard konnte nicht mehr ausweichen. Wehmütig wird der demolierte Kotflügel verstaut. Ja, sie haben einfach an eine Doppel gesetzt, haben wir eigentlich fast nur Pech gehabt, auch mit dem Wagen nur Pech gehabt. Irgendwann müssen wir Schluss sein, vielleicht mehr morgen wirklich. Alle 38 Wagen erreichen am 20. April pünktlich das Special Task Gelände bei Pontai Gosong. Den letzten Platz belegte das deutsche Team bei der ersten Serie zu Beginn der Trophy. Und auch heute wird sich an diesem Resultat nichts ändern. Schon lange geht es nicht mehr um Platzierungen, sondern nur noch darum, dass man durchgehalten hat. Bist du glücklich, dass es vorbei ist? Nee, aber ich bin glücklich. Aber nicht, dass es vorbei ist. Eberhard, kannst du sagen, was die Camel Trophy ist, jetzt nach der letzten Übung? Ja, ist schwierig, schwierig. Das Erlebnis, Camel Trophy in Worte zu fassen, wird den beiden erst sehr viel später gelingen. Nach 21 Tagen ist das Ziel Pontianak erreicht. Gesamtsieger der Camel Trophy 1996 ist Griechenland vor den USA. Doch wen interessiert das schon? Eine Urkunde bekommt jeder. Und das ganz persönliche Souvenir von Christine und Eberhard ist besser als jeder Pokal.